Nakon. Didelic Entertainment. Nvidia, Unreal und Vice. Dieses Spiel speichert automatisch. Ich kann nicht mehr reden. Hi. Hallo und willkommen zum Let's Play von Gollum. Ich muss mal kurz das Fenster ein bisschen schieben, wie ihr vielleicht an der Maus gerade erkannt habt. Ich hatte eigentlich gesagt, in einem der letzten Let's Plays, ich glaube es war in Bendy the Dark Revival oder auch in Sandrock, ich will es erstmal bei 3 Let's Plays auf dem Kanal belassen. 4 sind schwer zu handeln und jetzt fange ich tatsächlich doch noch wieder ein viertes an. Der Grund dafür ist tatsächlich, dass ich mir selber ein Bild vom Spiel machen möchte. Ich habe sehr viel Negativkritik zum Spiel auf Steam zum Beispiel gelesen. Und ich habe schon mal reingeguckt, ein paar Minuten, um zu sehen, ob das Spiel läuft und so weiter und so fort. Ich werde auch natürlich meinen Senf dazugeben, aber Didelic war bis jetzt immer so ein Studio, die halt gute Spiele gemacht und abgeliefert haben. Deponia und so weiter. Ich weiß, klar, Gollum ist jetzt ein anderes Spiel als ein Point-and-Click-Adventure. Aber wie gesagt, ich wollte mir gerne selber ein Bild davon machen. Es gab auf Steam auch positive, sag ich mal, Reviews dazu. Dennoch, ja, nicht immer auf irgendwelche Leute hören, die irgendwas im Internet erzählen, sondern halt sich auch selber eine Meinung bilden, ist vernünftig in dem Moment. Wir spielen das mal mit dem Controller, denn das funktioniert. Ich sag mal, neues Spiel. Wir gehen erstmal rein, gucken uns das Intro kurz an. Wie gesagt, ich quatsche ein bisschen dazu, wie es halt so üblich ist, und dann sehen wir mal, was im Endeffekt draus wird. Wir nehmen eine grobe Stunde auf, dass ich erstmal schaue, wie die Aufnahme funktioniert, ob sie laggt oder irgendwas. Und dann gucken wir mal, was wir draus machen. Also, ich sag mal, Feuer frei und dann bis gleich. Wertlose Steine. Kopf ohne Launen, Fuß ohne Eile. Tod kann nicht schrecken, Zeit sich nicht strecken. Arm nicht mehr schuften, Rose nicht duften. Nichts kannst du bestaunen ohne mich. Aber es waren keine Rosen, mein Schatz. Keine Rosen. Lilien. Keine Lilien. Keine Rosen. Was war's denn, mein Schatz? Still. Da kommt jemand. Ein alter Mann mit Stock und Hut und einem Käfig auf dem Rücken. Wir hätten wohl einen Wagen für euch. Es gibt keine Hoffnung für ihn, fürchte ich. Das Geschöpf ist verloren. Wollen wir mal sehen, wie er auf Licht reagiert. Jemand folterte ihn, lange bevor der Dunadan ihn fand. Dunkelheit steigt auf aus den Wäldern. Mein Volk wird allmählich unruhig. Wir können diesem Übel kein Obdach bieten, Gandalf. Wir glauben, er war zuvor in Mordor. Das habe ich befürchtet. Ich frage mich, was er sich dort erhoffte. Lasst uns allein. Ich will hören, was er zu sagen hat.
Warum beginnen wir nicht mit deinem Namen? Gollum. Gollum. Deinem richtigen Namen, nicht den andere dir gegeben haben. Nun gut. Versuchen wir es mit dem Namen eines anderen. Bilbo Beutlin. Ja, du erinnerst dich. Er fand dich. Vor mehr als 60 Jahren. Tief unter den Wurzeln des Nebelgebirges. Er nahm dir etwas weg. Einen Ring. Mein Schatz. Du hast ihn gesucht, nicht wahr? Du hast dein Versteck verlassen, bist die Hänge hinabgeschlichen, immer auf der Hut vor dem Mond. Du folgtest dem Hobbit den ganzen Weg nach Osten zum einsamen Berg. Aber dann bist du nach Süden abgekehrt. Warum? Etwas muss dich angelockt haben. Eine Stimme aus dem Land der Schatten. Lasst uns allein! Im Traum flüsterte sie deinen Namen. Nicht zuhören! Also noch einmal. Wie lautet dein Name? Smeargol. Sehr gut, Smeargol. Aber lass uns ganz von vorne beginnen. Kapitel 1, der Geist. Und so nochmal hallo und willkommen zurück. Oder willkommen zum Let's Play von Gollum. Ja, ich wollte am Anfang ein bisschen mitmoderieren, aber ich habe mich dann doch nicht getraut, nachdem ich da Gandalf ein bisschen reingequatscht habe. Gucken wir nochmal, geht das? Hallo. Ja, wie gesagt, ich wollte mir selber gerne ein Bild vom Spiel machen. Hatte schon mal reingeschaut, gesagt, ob alles läuft. Und ja, ich kann verstehen, dass man Gollum als Charakter sieht wirklich nicht sehr schön aus. Es ist lange her, dass ich die Filme gesehen habe, sei es nun der Hobbit oder der Herr der Ringe selbst.
Schatten von Mordor habe ich jetzt nur mal angespielt, müsste ich auch noch mal spielen. Aber okay, bei dem Model kann ich es nachvollziehen. Die Umgebung ist klar, die ist auch nicht mehr wirklich zeitgemäß. Die geht besser, logisch. Gehe ich mit. Das Wasser sieht ganz gut aus. Aber generell, was ich jetzt auf dem ersten Metern gesehen habe mit der Umgebung hier, finde ich optisch nicht schlecht. Da habe ich schon wesentlich schlimmere Sachen gesehen. Es wird Tag, geh zurück in deine Höhle. Das machen wir mal. Wie ihr gemerkt habt, spielen wir auf Deutsch. Das ist auf Deutsch vertont. Und auch die Sprecher, die ich bis jetzt gehört habe, wie gesagt, es ist eine Weile her, dass ich es gesehen habe, die Filme, die klingen gut. Die Originalsprecher werden es teilweise kaum sein, weil einige sind ja mittlerweile auch verstorben, wie Gandalf gerade. Nichts, nichts. Muss wieder hungrig zurück. Verflucht sei dieses Land. Verflucht. Ich habe irgendwie gesehen, er sucht Fische. Morgen finden wir was Nettes. Er murmelt immer so vor sich hin. Das hat er, glaube ich, so generell auch gemacht, ne? In den Filmen. Ich habe ab und an mal ein paar Mikrofreezes, habe ich mitbekommen. Ich habe auch, das kann ich euch ja mal zeigen, die Einstellungen sind recht viele. Ich hätte es auf 4K stellen können, das habe ich runtergedreht, alleine wegen der Aufnahme schon, weil das manchmal mit OBS sich, ja, nicht wirklich verträgt. Und ich habe hier, es geht bis sehr hoch, die Grafikeinstellung, die habe ich tatsächlich Schatten und Sichtweite sowie Effekte habe ich runtergestellt auf hoch, weil ich gemerkt habe, dass es ein bisschen gelaggt hat. Ich habe auch gelesen, es gab Abstürze und Bugs noch und nöcher, das waren so die Hauptkritikpunkte. Aber wie gesagt, ich habe jetzt noch nicht viel gespielt, vielleicht 5 oder 10 Minuten, um mal anzutesten, ob alles technisch funktioniert für die Aufnahme. Hoppala. Ja, das ist sehr schön, Gollum. Aber, wie gesagt, wir gucken mal. Wir machen uns mal ein Bild vom Spiel. Ich werde es auch so halten. Es wird ein Nebenprojekt sein. Ich quatsche jetzt nochmal kurz. Ich kann auch direkt in die Kamera gucken. Das ist ja sehr praktisch. Wie gesagt, Gollum wird ein Nebenprojekt sein. Es läuft dann neben Marvel's Midnight Suns. Ich werde ein bisschen vorproduzieren. Ich werde es nicht direkt raushauen. Vielleicht in einer Woche oder zwei. Wir haben jetzt den 1.6. Und das kommt dann immer nach Marvel's Midnight Suns. Eine Stunde später. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag. Wenn ich keine Zeit habe oder aus irgendeinem Grund, weil krank oder so, nicht zum Aufnehmen komme, dann fällt das halt auch mal aus. Das kann durchaus auch mal 4 Wochen oder länger der Fall sein. Solange ich nicht irgendwie in einem Video oder auf dem Community-Tab auf YouTube sage, das Spiel ist vorbei, dann spielen wir das weiter, bis es durch ist oder bis ich an einem Punkt bin, wo ich sage, oh nee, ich habe keinen Bock mehr. Aus welchem Grund auch immer. Das habe ich jetzt in der Vergangenheit, glaube ich, mit 2, 3 Spielen auf dem Kanal gemacht. Eins war Arcania. Darüber reden wir bitte nicht mehr. Und ansonsten, ja, wie gesagt, werden wir das Spiel hier mal noch so lange spielen, wie es Spaß macht. Wenn es Spaß macht, kann ich aktuell noch nicht sagen. Aber ich, wie gesagt, ich bilde mir immer gerne eine eigene Meinung. Ich habe in der Vergangenheit, auch sorry, wenn ich am Anfang so viel quatsche, schon Spiele gespielt, wo Freunde gesagt haben, das ist scheiße, das Spiel taucht nichts, das ist bugfest. Ich habe meinen Spaß gehabt. Ich habe, wo auch es rauskam, für Steam mir Batman Arkham Knight geholt für 16 Euro mit Season Pass und allem drum und dran, weil Leute es halt nicht, es war bugfest und bla und kaputt und hast du nicht gesehen. Ich habe es durchgespielt, ich habe nicht alle Achievements, das hole ich irgendwann nochmal nach, wenn ich die Muse dafür habe, aber ich habe sämtliche Riddler-Rätsel gemacht, ich habe Nebenstories gemacht und es ist mir sage und schreibe ein oder zweimal abgestürzt und ein Charakter hat sich leicht festgebackt gehabt, was ich aber auch durch Explosivgel wieder lösen konnte. Der hing in der Wand, da habe ich Explosivgel benutzt, da hat er sich erschreckt, ist rausgeglitscht und ich konnte die Mission trotzdem machen, ohne neu zu starten. Und ja. Und daher, wie gesagt, und wieder hinauf. Es gibt immer einen Grund dafür, warum was nicht funktioniert. Und ja, mal gucken. Und ich hoffe mal, wenn das wirklich jetzt Probleme macht, dann sollten sie das Spiel hier hoffentlich schnell nachpatchen. Ich meine, das Charaktermodell, wie gesagt, das ist nicht schön, aber das kann man vielleicht sogar noch austauschen und aufwerfen. Das soll jetzt unser Problem nicht sein. Und hopp. Wie gesagt, erstmal leben wir damit. Umgebung ist soweit in Ordnung. Da hast du dich versteckt. Nicht fragen. Warum stellt es uns Fragen? Warum? Du weißt warum.
muss ich aufpassen, wie ich moderiere, weil zwischendurch gibt es immer noch Audioeinspieler. Wie gesagt, ich finde die deutsche Synchro tatsächlich jetzt gar nicht so schlimm. Ich hätte das Schlimmeres erwartet, weil ich kenne tatsächlich auch Schlechteres und präferiere, wenn ich was gucke oder was spiele, meistens das englische Audio. Von daher. Aber ich denke mal, wir können vielleicht zwischendurch mal ins Englische reinhören, wie das so ist, aber ich denke, wir bespielen das auf Deutsch. Sei denn, es kommt jetzt irgendein Charakter, der absolute Grütze ist, vom Audio her, der absolut schief klingt. Feuer ist heiß, das habe ich schon zwischendurch beim Testen gelernt. Das tut weh, wenn ich reinrenne. Oh, das hier so Feuer, immer so als Lichtquelle so eigenartig ist, ne? Es ist ein bisschen schwammig von der Steuerung her. Also es hakelt ein bisschen. Aber so, das ist nur, weil man versucht, langsam zu gehen. Ich frage, wie weit das jetzt relevant ist. Und wieder der weite Sprung, mein Schatz. Komm, wir haben es schon oft geschafft. Hä? Oh. Ich hasse es. Er hat aber auch Anger-Issues, ne? Also... Ich weiß, viele haben sich auf das Spiel gefreut und haben es, glaube ich, sogar ziemlich gehypt. Da ist jetzt die Frage, ob der Hype vielleicht das Ergebnis zerstört hat. Ne? Weil es ist ein riesen Franchise, das Herr der Ringe-Universum, und... Habe ich eigentlich sowas wie einen Lebensbalken? Nee, ne? Also mit den Orks gesprochen. Niemals. Aber wir haben scharfe Ohren und wir lauschen. Aha. Er hat Orks gehört. Oben drüber ist vielleicht sinniger als gerade durch, oder? Würde ich jetzt mal behaupten. Geht auf Steam auch als Action-Adventure durch? Achso, hier wären wir auch nicht. Oder warte mal, da ist da Kletter? Moment. Tut das weh? Ja. Oh, wir haben einen Lebensbalken und es tut weh. Okay. War vielleicht nicht die cleverste Idee. Aber... Eine Karte haben wir nicht, ne? Ne. Würde mich auch wundern, wo er jetzt eine haben sollte. Ah, okay. Der Questmarker zeigt nach da. Vielleicht dann... Hoppala. Moment. Ich muss aufpassen. Dann will ich vielleicht doch nochmal hier hoch und gucken, was es da so gibt. Ich hasse... Also, Hasse und Liebe. Es ist so eine Hassliebe. Da hast du Spiele mit Erkunden. Ich feiere das total, aber wenn es halt zu viel ist... Ausdauer. Okay. Ich will halt nichts verpassen, ne? Ist das jetzt zwei Wege? Ist das egal? Ist das ein Secret? Wetzstein. Sammelgegenstand gefunden. Können wir unsere Zähne wieder scharf machen? Okay. Sammelgegenstand. Okay. Haben wir ein Inventar? Oh, wir haben eine Karte. Interessant. Ein Wetzstein. Verkleinern. Achso, vergrößern. Das Spiel wäre, so blöd es jetzt klingt, mir macht das persönlich nichts, weil ich liebe diesen Retro-Charme, auch den es ein bisschen versprüht. Jetzt spricht der alte Mann wieder von sowas. Es wäre vor so 10, 15 Jahren, eher so 15 Jahre, wäre das voll der Shit gewesen. So blöd es klingt. Ich muss echt aufpassen, nicht auf die Nase zu fliegen. So ein, weil das wirkt so ein bisschen wie... ein älteres 2000er Spiel, so 2005 rum. 2000, 2005.
Also von der Machart her, wie gesagt, ich finde es nicht schlimm. Ich mag das. Grafik ist für mich tatsächlich nicht alles. Klingt jetzt vielleicht verrückt, diese Idee, aber ja. Ich habe nichts gegen geile Grafik, versteht mich nicht falsch, aber wenn es einen bestimmten Grafikstil gibt, der so ein bisschen Retro-Charme hat, der mit Absicht so ist, das kann ich hier nicht sagen, dann ist das gut. Aber es ist jetzt halt, Leute haben hier wahrscheinlich 8K hochpolierte Texturen und sowas erwartet. Vorsprung unterhalb greifen. Ah, okay. Komm ich da raus? Nee. Und dann... Ach so, jetzt muss ich... Okay.